Hallo, grüß euch, meine Freunde, Zuschauer und der Rob ist auch wieder am Start. Hallo. Grüß euch, es geht weiter und die Zusammenfassung wie immer vom Rob. Oh, letzte Folge. Sehr, sehr spannend. Wir mussten in dieses Gebäude rein, haben zum ersten Mal die Tür knacken können, gehackt und haben diese drei Wissenschaftler hier befreit. Und Karl ist jetzt auch hier. Und jetzt seht ihr es oben schon. Bleiben Sie bei Karl und den Programmierern und beschützen Sie sie. Benutzen Sie das Fahrzeug, um sie zu eskortieren. Okay, Daddy, willst du an die Stand-MG oder willst Ich gehe, du... ja, ich gehe ballern. Ich gehe Okay. Schütze. Gut. Alles klar. So, warum scheint das jetzt nicht auf? Die müssen an das Geschütz des Fahrzeuges. Okay? Ja. Warte mal, schau mal, ob es bei mir Jetzt, jetzt geht. geht's, jetzt Hast du? geht's. Ja. Gut. Man muss genau stehen, damit es dann steht, Schütze. Alles So. klar. Gut. Okay. Und wo fahren dann die Ärzte oder die Vorne Wissenschaftler? ist, glaube ich, alle bei dir mit. Sind die alle eingestiegen schon? Bei Denkst? uns? Ja, alle Okay, drin. gut. Und du hast es so schön geschützt, ne? Sehr gut. Ja, dann war es eh gut, dass ich einen Heli mir hingestellt habe, ne? Ja. Jetzt haben wir einen gescheiten Heli nämlich zum Beschützen. Super. Da ist eh schon ein Heli. Ja, hol ich mir. Ja, mit dem Heli, der ist super, weil der hat Lenkwaffen, ne? Ah, der ist einwandfrei, ich Der ist, liebe ihn. wenn ich das wieder mal anfange, das Spiel, dann kaufe ich mir auf jeden Fall gleich den, sobald ich das Geld habe. Ja, das habe ich ja auch gemacht und seitdem. Ja, aber ich habe mir vorhin einen anderen zuerst gekauft und der ist auch super, aber halt nicht so wie der. Der hier ist top, der ist OP, wenn man das sagen darf. Der ist voll Der ist auf overpowered. ja, der ist auf jeden Fall OP, ja. Wenn du Also mit dem brauch umgehen kannst, dann machst du ist das. Hast du super. das Ja, Spiel vor allem durch. steuern kann man so gut mit dem Heli. Ja. Ich schau, wo du lang fährst immer, ne? Hinter uns. Oh, ich darf nicht zu tief fliegen. Ja, wenn es zu tief fließt, fliegst du so arsch. Weil dann erwischen dich die Bäume. Ah, das nächste Auto, da, oder was? Hinter uns? Ja. Der fährt ziemlich schnell. Oh. Ah, die Bäume, ehrlich. Wenn du nach hinten schaust, Ja, das ist mir öfters passiert, ne? Ich lass mich dann nach hinten zurückfallen und dann sind die Bäume da. Okay, Heliflopter hole ich mir. Ja, mit dem Autogeschütz triffst fast nichts. Also, Nee, kannst du das ist knicken. ein Horror, wenn das hin und her schlankt. Ja. So, jetzt Okay, gehen wir vor da uns zu einer Sperre, Kommandoposten. ja. Ah, da ist ein Kissen, ich hüpf schnell raus. Ja, Nee, du musst bei dem bleiben. Du musst bei dem bleiben. es war ein Scherz. Ach so, oh Gottes Willen. Glaubst du, ich hüpf raus? Ja. Na. Das geht nicht. Dann ist die Mission gescheitert, weil dann sind sie Ja. gleich tot. Na na. Ja. Nur keine Panik, Rob. Ich bleib im Oh, Auto. Gott sei Dank. Okay, super, super, super. Super, super. Da links ist Bleibst. auch Kisten. Ich hupf schnell aus. Ja. Gönn dir. Oh, aber Auto. Auto? Feindliches Ja? Kfz nähert sich. Oh, wieder feindlicher Stützpunkt hier. Alt! Im Tunnel, ehrlich? Dann musst du aber oben drüber. Nicht unten durch, Ja, oben drüber okay. ist gescheiter. Ah, ciao!
Okay. Auf mich gestellt. Ja, ohne den Heli, glaube ich, hätten wir es eh nicht geschafft. Wenn du mit dem zweiten Auto mitgeflogen warst, mitgefahren warst. Nee, das wäre nichts geworden. Das, oh, Drohnengebiet auch noch hier. Okay. So, wir sind durch den Tunnel. Sehr gut. Wo bist du? Ein bisschen hinten weiter. Ah, wir stehen. Ah, nein. Der fährt eh noch. Gut. Ich schaff das. Und durch das Drohnengebiet hier durch. Also beim Daddy seht ihr jetzt, wie die Mission weitergeht. Bei mir seht ihr jetzt Survival. Du kannst das aber umfliegen, nicht? Dass du gerade durchfliegst durch das Drohnengebiet. Aber wir sind ja da, wir sind schon da. Sehr gut. Super, geschafft. Aber das sind schwere Jungs. Das sind Feinde. Heli ist kaputt. Ich komme. Ich schau mir das einmal an. Oh. So, ich muss da jetzt nach vor. So. Komm mit, Heli. Bin gleich bei dir. Oh. Heli habe ich am Arsch. Ja, einen großen Bösen. Alter, au, Tommy. Ah, die Granate war zu knapp im Auto. Ich kann mich selber wiederbeleben. Ich krieg den. So, Brücke ist gesäubert. Heli hast du? Sehr gut. Das sind schon zwei Helis, ha? Ja, alles gut. So, sie lassen mich programmieren. Nein, ich geh wieder retour. Ich hab's gerade gesehen. Ich wollte nur am Heli schießen. Ich geh schon wieder zurück. Die Fahrt geht wahrscheinlich weiter, ne? Ja, aber der Punkt ist ganz woanders. Eliminieren. Achso, der hat den Heli müssen wir eliminieren. Haben? Ich war jetzt so angespannt. Achso, die haben sich da unten der Hitten versteckt. So. Okay, kommt her da. Kommt her da. Ich rede gleich mit dir. Katze? Daddy, da kommt. Ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Ohne schaffe ich noch sie nicht. Doch nicht vermessen. Hier ist zu hoch, da wird mir nicht mal ein Level angezeigt. Das glaube ich nicht. Ja, so einen toten Kopf. Die Hintertür zu diesem Programm wird offen bleiben. Ja. Und sie werden zurechtkommen. Das hoffe ich. Auf dem Weg da weg. Wir hatten Kontakt zum Forschungszentrum in der Whalers Bay. Die werden uns helfen können. Zumindest fürs Erste. Also sie mich verfolgt hier. Aber. Deine Ratte? Das ist diese Soldatin. Rosebud. Ich hatte das Vergnügen. Es gab Gerüchte, dass Herzog Rosebud in Flug mit Carl sprechen musste, ne? Es war nicht offiziell. Ich sprich gerade, ja. Machen das. Und jetzt hast du einen Grund, uns zu verfolgen. Ich höre mich mal wegen Rosebud um. Fürs Erste tut ihr, was ihr könnt. Schau, dass ich irgendwie zu dir runterkomme. Ja, ich sorge dafür, dass alle rauskommen. Dann machen wir uns auf den Weg. Viel Glück da draußen. Jawohl, sehr gut. Mission abgeschlossen. So, das haben wir. Aber kommt sich der schon, ja, sich der schon kommen. Nach Erewhon müssen wir. Also wir können schnell reisen nach Erewhon. Könnte man gleich genau schnell reisen hinmachen. Dann. Ach, ne? Natürlich will Erewhon finden auf. So, ich reise. Ja, wird auf dem Weg. Boah, wow, das war jetzt echt auf mich gestellt, aber die zwei Helis sind genau über mir geflogen, waren aber auf dich fokussiert. Ja, das war super. Und ich konnte also schön von unten die Rotorblätter zerschießen, das war geil. Die Brücke ist auch erledigt. Ich habe tatsächlich versucht mit dem Heli durchzufliegen, ne? Durch den Tunnel. Das ging schief. Achso, bist du schon, sind da die Rotorblätter schon erledigt gewesen? Oh je. Na, wie gesagt hab, ja. Das ist zu gefährlich. Na, ich hab wieder geschafft, aber der ist dann doch ein bisschen zu weit. Ja.
Oder der Tunnel zu schmal, je nachdem. Je nachdem, genau. Erewhon, das immer wieder. Gehen wir mal dahin und quatschen mal. Genau. Base Girl, dem haben wir lange nicht mehr geredet, ne? Im kleinen Mann. Ja, das war jetzt schon länger nicht. So, ich warte da. Mhm. Auf dich. Bin schon da. Sehr gut. Dann gehen wir hin. Dann müsst ihr jetzt hier wieder aufploppen. Ja, Chase. Ja, aber er ploppt noch nicht. Ja, jetzt ploppt er. So. Ja, bei mir sitzt er noch nicht hier. Bei mir sitzt er schon da. Jetzt ist er da. Mit Sky sprechen. Genau. Hey Jace, die Hintertür wird offen bleiben. Und die Leute? Naja, sie wurden zur Arbeit gezwungen. Die meisten entkamen. Die meisten. Und der Rest? Gott. Kaum vorstellbar. Man kennt das Risiko dieses Lebens. Aber dass wirklich jemand sterben könnte? Wir tun, was wir können, Jace. Wir haben heute ein paar Leute verloren. Aber da draußen sind noch Hunderte, die auf uns angewiesen sind. Ja. Natürlich. Danke für alles, was Sie tun. Für all diese Leute. Und für mich. Klar. Ich gehe wieder an die Arbeit. Informieren Sie mich über Ihre Fortschritte. So. Ja, einwandfrei, ne? Abgeschlossen, super. Nice. So, dann schauen wir doch mal. Auf Wiedersehen. Ja, habe ich auch gekriegt. So, schauen wir mal direkt rein. Wo es denn jetzt weitergeht, Mission? Wir haben ja heute, wir haben ja noch über 10 Minuten Zeit. Da kann ich mal Mission angucken. Genau. Die Folterdame haben wir ja immer noch nicht gefunden, ne? Welche? Mal hier drüben. Also wir hätten jetzt wieder einen Gegner, Rosebud heißt der, unterm Walker, ne? Ich muss ins Menü einmal. Ja, wäre gut. Ich heft das mal an. So. Und dann Walker haben wir, ja, genau, Rosebud. Rosebud. Ja, ja. Habe ich markiert, dass wir uns jetzt wieder quasi den Endgegner holen. Bei Paula Madeira haben wir uns dann einen Flycatcher geholt, wo wir die Mission fertig hatten. Genau. Beim Carl holen wir uns jetzt den Rosebud, würde ich sagen. Ja. Nice. Dann direkt mal schauen, weil den kriegen wir ja jetzt noch. Ja, ist ja noch, alles ist noch möglich. Schau ich mal, wo das sich denn aufhält, der Rosebud. Der gelbe, hier, ich habe ihn gefunden. Schau mal, ob ich Biwak in der Nähe. Schau gerade. Der Gegend war mal noch gar nicht großartig. Ich habe da nur Fragezeichen. Hier sieht ihn gar nicht. Ah, da ein gelben Punkt. Linke Seite? Na. Bei ja, Auctions Clench. Wir stand schon da nicht. Aber wir kennen uns ja. Hier den Hegel in der Nähe ist überhaupt nichts in der Nähe. Nee, überhaupt nichts. Ja, dann holen wir uns da in Hegel und fliegen dann oben und nehmen alle Biwaks mit. Warte, ich hätte was in der Nähe. Wo? Biwak am Grey Glacier, also am grauen Gletscher. Ich beam mich mal hin. Da habe ich auch was. In was? Faktives Valley Biwak hätte ich. Da unten ist eins. Mount Hudson. Müsstest mich ja sehen. Ne? Mount Hudson, also müsstest du mich jetzt sehen, wo ich mich gerade hinbeame? Nee, muss ich schauen. Linke Seite von der Map. Da bist du, ja. Da ist ein Biwak. Dann komme ich dir hinterher, ne? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Jetzt das Biwak direkt aufschlagen, ne? Ja. Bei 68%, 69% geht halt immer so schnell. Der Ladebildschirm, das ist göttlich. Na, das dauert, ja. Schöneres hier. So, bin da. Okay. Dann mal direkt in die Kampfhelikopter.
anfertigen. Neue Drohnen. So, jetzt bin ich da. Ja. Und Vorbereitungen. Ressourcencheck. Gut, ich wäre soweit, Daddy. Ich noch nicht. Ich baue sehr stark. Ja, mach mal. So, jetzt bin ich da. Und jetzt schauen wir da. Aber ich habe, glaube ich, das letzte Mal eh schon alles aufgefüllt. Aber schauen wir mal. Ja, du hast es ja aufgefüllt. Ja, das passt. Ich hab grad nochmal abschluss. Ja, aber. So. Okay, Moment. Bist doch dabei, ne? Ja, ich bin gleich soweit. Alles gut. Ein Heli hast du aus. Ja, passt. Ja. Das rennt auch noch. Gut. Ich kann auch aufbrechen. Okay, dann brechen wir auf. Brechen wir auf. Dann holen wir uns mal den Mr. Rosebud. Genau. Das war ein Codewort beim... beim... Rosebud. Rosebud beim... Na? Na, jetzt fällt's mir nicht ein. Na, der Ermittler. Ja? Der Krimiserie. Na, der... Alter, das gibt's Rose, ja nicht. Rosebud war ja eigentlich ein Codewort im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja, und der hat das genommen, der hat dann die Hunde so abgerichtet, dass einer genau. von denen getötet wird. Und das Codewort war Rosebud beim... Richtig. Na, jetzt Alter, hier beim Anschlag. Mir nicht, ey. Das gibt's ja nicht. Ich sitze im Heli, ja, komm schon. Dann fliegen wir da mal hin. Also worum geht's denn? Die Geflüchteten hatten Kollegen im Mechanikforschungszentrum. Panikforschungszentrum ist im nördlichen Teil von Wallace Bay. Es ist nahe Auctions Glade. So, na dann, aber wie geht's? Waffenteil da unten brauchen wir uns nicht holen, den Waffentransporter, ist immer nein. Mist drin. Ja, ein paar Scale-Kredits und irgendeine Lila oder blaue ja, Waffe. Wir machen hier Columbo, die Serie Columbo. Columbo. Ja, ah. Da war das. Rosebud. Und das kann ich mir gut erinnern, ja. Zwei Dobermänner sind da abgerichtet worden auf das Codewort. Mhm. Und dann haben sie einen Gegner zerfleischt. Nice. Und da vor mir ist ein Biwak, wenn es da ja. vorbei. Oder ist das ja. eh bei dir auch nicht? Gut. Bei mir, ich muss das auch freischalten. Sehr gut. Weil es immer gut, wenn man in den Gebieten die Biwaks hat, dann geht das auch schneller. Ja. Hat man jetzt gesehen. Aber es sind eh immer mehrere in einem Gebiet, ja. So, Biwak 1 freigeschaltet. Sehr gut, jetzt sind wir schon da. Ja. Würde uns oben drüber vielleicht, ne? Absetzen? Ja, oben drauf, ja. Dem ist nun, wie kommen wir da ja, runter dann? Da waren wir auch noch nie, oder? Waren wir da schon mal? Nein. Nee, waren wir gar nicht. Nein. Nein, weil sonst hätten wir den Biwak ja schon freigeschalten, wenn wir ja. schon da waren. Richtig. Weil wir schon heute irgendwo ist frei. Okay. So, dann haben wir gleich mal Drohnen. Ja, Drohne raus. Hier sieht gut aus. Ich bin nicht zu viele Gegner. Ja, das ist normal, finde ich. Ah, Geschütze. Und Drohnen, ja, wo? Oder ist das ja. deine? Kann auch meine sein. Oh. Oh. Nein, es ist nicht nur meine. Denke mal, das hört sich anders an. Ja, eine ja, da fliegt dann, ja. Sehe ich gerade. Ui. Entdeckt man die Drohne. Verstärkung angefordert, scheiße, was?
kann es nicht. Okay. Sehr gut, hast du ihn erwischt noch. Ja. Okay, das ging schief. Ah, jetzt kann ich markieren. Ich fahre nicht markieren. Oh, irgendwer trifft mich. Ich muss weg. Ja. Alter. Aber ich hab den Fetten noch mit der Drohne erledigt. Sehr gut. Puh, das war noch. Das war schäharig. Das Geschütz hat mich vollgas in der Mangel gehabt. Alter, wer erwischt mich denn da hinten? Oh, Scharfschütze. Hab's. Boah, ne, wir waren noch nicht fertig mit Markieren, drum. Ja, dann hat mich diese Drohne gesehen. So, da haben wir noch einen fetten. So, die hole ich gleich mit der Drohne. Ja. Der Fette muss weg. So, und ist weg. Okay. Oh, Mörser, die haben Raketenwerfer irgendwo, Daddy. Ja. Ich geh mal links runter. Ja. Weil die sind jetzt da fokussiert, ich geh da jetzt da links einmal vorbei. Wo ist dieser Raketenwerfer, Heini? Oh, wow, 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 wow. Boah, ich muss ausgerechnet da nachladen. Verdammte Axt. Oh, Mörser auch noch. Oh, Alter. Ah, ich häng. Na komm, geh weiter. Ja, sehr gut. So, ich habe jetzt einen Standortwechsel gemacht. Okay. Und kann jetzt wieder Drohnen, weil sind jetzt Ecke. Haben wir noch irgendwo Scharfschützen oder irgendein. Hast du den Raketenhain jetzt erwischt? Nein, nee, habe ich noch nicht gesehen. Das war unser Heli, hä? Nee, das war der Raketenhain. Ja, aber der hat jetzt unseren Heli zerstört, wie sich. Nein, Heli steht hier. Alles gut, alles gesund. Aber bei mir sind die Rotor. Ah ja, jetzt sehe ich es. Das hat so ausgeschaut von der Weiten, wie wenn die unseren Heli erledigt haben. Aber der Raketenhaine muss ja am Dach wo stehen, das gibt's ja nicht. So, kleine Ratte. Das sind immer mehr die zwei dann da unten. Unten im Dach. Ich sehe den Raketenhaine nicht. So, ich hole jetzt den da mal. Ja. Schön leise, schlitzeschlatzig, geht schon. Ja, ganz viele Zivilisten. So, danke, der ist erledigt. So. Kletter nach unten, Daddy. Ja, ich bin schon mal im Gebiet da. Hallo. Da gibt es mit Informationen, die hole ich mal. Nachforschungen anstellen und Rosebud finden. So. Ich suche jemanden. Genau. Die habe ich. Sie ist gefährlich. Eine Scharfschütze. Da ist Raketendingsbums. Sie macht Jagd auf Überlebende. Ist er Geschütz? Irgendwas von ihr gehört? Ja. Ja. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Das kannst du aber ausschalten. Ich hab's abgeschossen. Achso, ja. So. Okay, geklärt das Ganze. Nice. So, da gibt's noch Drohne, die brauchst du, oder? Schieß so. Ja, hol ich mir. Sonst Baller ist weg. Nee, hol ich mir. Alles gut. Nur zur Tür raus und dann hab ich das Ding. So. Wie viele Drohnen brauchst du noch? Schaut gleich mal. Hi. Oh, hab goldene Stiefel. Sind Sie so nett und geben mir ein paar Infos? Sie haben alles gehört. Danke für die Unterstützung. Waffe lokalisiert. Nice, ein schönes Scharfschützengewehr, FR2. Mhm, das habe ich gerade geholt, die Info dazu. Egal. So, ah, da ist eine Kiste, wo ist die? Kiste ist... Im Gebäude hier. Muss eine Kiste. Ja, habe ich schon. Hä? Das ist ein Balkon, aber keine Tür dazu.
Super. Machen die Leute das? Ach, Knöchel und geknackst. Machen wir jetzt einen Schnitt und aktivieren das. Das sind 25 Minuten, ne? Oh ja, müssen wir eigentlich machen. Ja, gut. Sammeln den Rest ein und gehen dann, geht's weiter. Zum Punkt, genau. Versuchen Sie den Computer im Gebäude. Machen wir in der nächsten Folge. Okay. Tschüss, Pfiat euch. Bis zur nächsten Folge.